Nach der gestrigen Rallye an Wall Street und europäischen Börsen dürfte die Stimmung heute nicht mehr ganz so euphorisch sein. Und der Grund dafür ist Trumps Rache an Huawei. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Sie erinnern sich, die Chinesen hatten auch offiziell bekannt gegeben, keine US-Landwirtschaftsprodukte mehr zu kaufen. Und damit trifft man natürlich letztendlich die Wählerbasis von Donald Trump, die ohnehin schon schwer angeschlagen ist. Die Umsätze der amerikanischen Pharma seit 2013 um sage und schreibe 45% rückläufig aus vielerlei Gründen. Einer davon ist der Handelskrieg, der die Sache für diese Pharma in den USA nicht einfacher macht. Das hat natürlich Trump erzürnt. Er hat das durchaus persönlich genommen, wie es scheint. Denn heute Nacht ist bekannt geworden, dass das Weiße Haus die Lizenzvergabe für US-Firmen für den Handel mit Huawei erstmal ausgesetzt hat. Faktisch können also amerikanische Firmen nicht mit Huawei handeln, weil diese Lizenzen, die erforderlich sind, um diesen Handel mit dem chinesischen Technologiegiganten betreiben zu können, nicht vergeben werden derzeit. Das ist also direkt die Reaktion von Donald Trump auf das, was die Chinesen eben mit den Landwirtschaftsprodukten machen. Und das ist ein Zeichen, dass die Dinge weiter eskalieren im Handelskrieg, dass es also keine Annäherung gibt, sondern dieses sogenannte Tit for Tat, wie die Amerikaner sagen, ich mach das, du machst das. Wenn du das machst, dann mache ich das. Das scheint weiterzugehen. Dementsprechend sehr wenig Aussicht, dass die Zölle am 1. September, die die USA ja verhängen wollen, gegen die restlichen Importe aus China nicht verhängt würden. Das ist das erste Thema. Wir haben insgesamt einige Themen. Das zweite Thema ist natürlich das Yuan-Fixing, dazu gleich mehr. Das dritte Thema sind die Anleiherenditen. Das sind sozusagen die entscheidenden Impulse. Das vierte Thema ist, dass in Italien die Regierung auseinanderbricht. Und das wollen wir uns vielleicht mal schnell zuerst anschauen. Da haben wir jetzt die Situation, dass wenn diese Neuwahlen kommen, und das ist sozusagen das, was da offenkundig nicht mehr zu kitten ist in der italienischen Regierung, dann dürfte eben die Lega deutlich zulegen. Also Salvini, der neue Chef der italienischen Regierung werden. Derzeit ist er ja nur Innenminister. Und das dürfte die Situation nicht vereinfachen, auch für Brüssel, für Europa insgesamt. Denn dann würde praktisch Salvini, der, naja, kann man sagen, rechtspopulistischste Vertreter, direkt an die Macht kommen mit Konsequenzen. Aber schauen wir uns zunächst mal die Geschichten in Sachen Handelskrieg, in Sachen China an. Und hier sehen wir also eine permanente Verschärfung der Tonlage. Gestern hatte China die Chefs des US-Konsulats in Hongkong einbestellt, zu einem Gespräch einbestellt, und hat gesagt, ja, was, ihr habt Verbindungen zu den gewalttätigen Protestanten oder Protestierern besser gesagt in Hongkong, und da ist sozusagen auch eine weitere Baustelle eben neben Taiwan, ist vor allem derzeit Hongkong. Und wir sehen hier Hu Xijin, der sich stark mokiert über die amerikanische Haltung und sagt, ihr seid diejenigen, die diese Unruhen in Hongkong noch weiter verstärkt. Wir hatten in China dann Daten heute Nacht, und die waren interessant, denn da sind die Erzeugerpreise jetzt im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% gefallen. Das deutet auf schwächere Nachfrage hin. Das ist also sozusagen ein kleines Warnsignal, dass die Erzeuger eben weniger Nachfrage haben, daher die Preise ein bisschen senken. Das ist der erste Rückgang der Erzeugerpreise seit gut 3 Jahren, während gleichzeitig aber die Inflation in den Verbraucherpreisen stärker gestiegen ist als erwartet. Hier zum Vormonat plus 0,4%, zum Vorjahresmonat plus 2,8%. Und dabei gibt es massive Preissteigerungen, vor allem bei Schweinefleisch, nachdem die Schweinepest ja in China besonders drastisch wütet. 27% sind die Schweinepreise zuletzt gestiegen. Früchte sind um 39% gestiegen. Also das sind alles Dinge so zwischen Deflation auf der einen Seite und einem Ausufern der Inflation, die insgesamt darauf hindeuten, dass es mit China wirtschaftlich nicht so wahnsinnig toll steht. Was haben wir noch? Natürlich das Fixing der chinesischen Notenbank. Immer wieder ein Thema. Heute jetzt bei 7.0136. Wir sehen, nachdem gestern das erste Mal diese 7er-Marke hier überschritten wurde, ein riesiges Signal, denn damit öffnet sich ein ganzes Spielfeld, ein ganzer Spielraum Richtung 8er-Marke. Sehen wir hier diese Schritte, die sozusagen hier unternommen werden. Die Chinas Notenbank hat also den Markt jetzt daran gewöhnt, an diese 7er-Marke. Man wird jetzt mal gucken, wie die Märkte so reagieren, ob es Kapitalausflüsse, Kapitalflucht geben wird, und wenn nicht, dann kann man schrittweise sozusagen diese ganze Geschichte
hier weiter drehen. Wir haben dann die Situation, um jetzt mal an die Märkte zu kommen, dass wir gestern dünne Umsätze hatten. Wir haben gestern beim Spider, dem maßgeblichen S&P 500 ETF, 85 Millionen gehandelte Stücke gehabt. Am Tag davor, als es praktisch unverändert war, als wir aber sehr volatile Märkte hatten, waren es 140 Millionen, davor 120, davor 178. Also wir haben jetzt zum Beispiel nicht einmal die Hälfte des Volumens, das wir am 5.8. gesehen hatten, also eher dünne Umsätze. Und was war der Grund der Rallye? Einer der wichtigsten Gründe wohl, dass es die Buybacks waren, die gestern wieder angezogen haben. Sie wissen ja, die Blackout Period, die ist wohl jetzt so langsam vorbei. Wir sind in den Endzügen der US-Berichtssaison und dann können viele amerikanische Unternehmen wieder ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Und das scheint gestern passiert zu sein. Hier sehen wir den Buyback-Index, der offenkundig den S&P mitgezogen hat. Da berichtet Goldman Sachs, dass hier das Buyback-Office in der Bank sehr starke Beschäftigte war. Was haben wir noch? Renditen, immer ein Thema. Wir hatten gestern eine 30-jährige Anleiheauktion in der USA und da war es ja so, dass zuvor eine 10-jährige Anleihe emittiert wurde mit ganz miserabler Nachfrage vorgestern. Und gestern allerdings die Nachfrage nach der 30-jährigen so okay, nicht überragend, aber es war eben dann der Auslöser, dass die Renditen wieder ein bisschen gefallen sind. Aktuell die Rendite für die 10-jährige US-Anleihe. Und das sind wirklich Market Mover. Schauen Sie auf die Staatsanleiherenditen, gerade die deutsche Anleihe und die amerikanischen, wenn Sie wissen wollen, was die Aktienmärkte machen. Wir sind bei 1,70. Schauen wir uns die Dinge an, die hier jetzt der Fall sind. Das ist die Rallye jetzt vom Tief von fast 7.200 Punkten auf jetzt 6.686 im Nasdaq 100. Ähnliches Bild sehen wir beim Dow Jones, der aktuell bei 26.286 ist. Wir sind jetzt im nächtlichen Future-Handel, US-Future-Handel, ein bisschen runtergekommen. Nicht dramatisch, aber eben ein bisschen nach der gestrigen Euphorie. Wir sehen den S&P jetzt bei 2.926 und der DAX wird aus der Geschichte Folgendes machen. Der ist aktuell, wird er getaxt bei 11.796, also knapp unterhalb der 11.800er Marke. Euro bewegt sich nicht so wahnsinnig viel, 1.1195. Wir sehen Gold weiterhin über der 1500er Marke, 1505, und das amerikanische Crude Oil, das ist volatil und handelt aktuell bei $52.48. Also praktisch symbolisch eine weitere Eskalation des Handelskriegs. Die Frage nur, wie werden die Märkte darauf reagieren, wieder wegstecken und sich sagen, egal, it is wie it is und wir haben die Buybacks, oder wird man jetzt so ein bisschen nachdenklicher und denkt sich, naja, wo soll das hinführen, es wird nicht besser. Und einer der Gründe der gestrigen Rallye war ja auch, dass man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass beide Seiten sich doch irgendwie wieder so ein bisschen zusammenraufen, aber das sieht jetzt derzeit erstmal nicht so aus. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Handelstag. Sorry gestern für das ausgefallene Webinar. Technische Schwierigkeiten, die nicht an mir lagen, ausnahmsweise, waren dafür verantwortlich, sondern an YouTube. Und dementsprechend wird das Ganze nachgeholt. Aber jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag. Bis dann, Servus und Ciao.